Willkommen bei einem weiteren Video von Mathematik macht Freude, Freunde. Du hast jetzt alle Basic-Videos der grundlegenden Rechengesetze gesehen. In diesem Mastery-Video schauen wir uns an, wie wir all diese Gesetze zusammen verwenden können. Dazu nehmen wir folgendes Beispiel her. Lasst euch von der Größe der Rechnung nicht verunsichern. Wir gehen sie gemeinsam Schritt für Schritt durch. Als erstes wirst du dich fragen, wo soll ich da nur anfangen? Dafür gibt es die Clapoustri-Regel, welche uns den Weg vorgibt. Klammer vor Punkt vor Strich. Daher sehen wir uns zuerst die Klammer an. Auch hier gilt nochmal Klammer vor Punkt vor Strich. Daher berechnen wir nun die innerste Klammer. In dieser Klammer wird auch zuerst die Punktrechnung gerechnet. Das wäre 84 durch 42. Eine einfache Division, in der uns 2 herauskommt. Die zweite Punktrechnung ist ebenfalls eine Division, 27 durch 9. Hier kommt uns 3 heraus. Da wir nun in der innersten Klammer alle Punktrechnungen erledigt haben, müssen wir dort nur noch die Strichrechnungen durchführen. 1 plus 2 plus 3 ergibt uns dann 6. Somit ist die innere Klammer ausgerechnet und wir können zur nächsten äußeren Klammer gehen. Auch hier müssen wir zuerst die Punktrechnungen durchführen. Das ist die Multiplikation 3 mal 7. Hier kommt uns 21 heraus. Jetzt bleiben uns in der Klammer nur noch Strichrechnungen über. Also führe ich die als nächstes durch. 21 plus 1 minus 6 ergibt dann 16. Da nun auch die Klammer fertig gerechnet ist, bleibt uns nur noch eine Rechnung über, 98 mal 16. Diese kann ich auf zwei Arten lösen. Wenn ich Platz und Zeit habe, kann ich eine Nebenrechnung machen. Hier würde mir als Ergebnis 1568 herauskommen. Wenn ich aber diese Multiplikation als Kopfrechnung oder ohne Nebenrechnung durchführen möchte, kann ich mir das Verteilungsgesetz ins Gedächtnis rufen. Da 98 sehr nah an 100 liegt, kann ich das ausnutzen, indem ich 98 als in Klammer 100 minus 2 anschreibe. Denn 100 minus 2 ergibt 98. Also multipliziere ich nicht 16 mit 98, sondern mit 100 minus 2. Als nächstes wende ich das Verteilungsgesetz an und multipliziere die Klammer aus. Das sieht dann etwa so aus. So komme ich auf 100 mal 16 minus 2 mal 16. Das ist jetzt sehr einfach zu rechnen. 100 mal 16 ergibt 1600, 2 mal 16 ergibt 32. Jetzt führe ich noch die Subtraktion durch und mir kommt bei 1600 minus 32 das richtige Ergebnis 1568 heraus. Ich möchte nochmal betonen, dass diese Anwendung des Verteilungsgesetzes bei regelmäßiger Übung viele Kopfrechnungen vereinfachen kann. Es ist aber natürlich nicht falsch, eine Nebenrechnung zu machen. Nachdem ich dir jetzt gezeigt habe, wie man so eine lange Rechnung löst, bist jetzt du dran. Führe diese Rechnung fort. Die Schritte zur Lösung werden im Sekundentakt eingeblendet, damit du das Video pausieren und sie vergleichen kannst. Diese Notiz soll dir außerdem bei der Lösung helfen. Los geht's! Ich hoffe, dieser Lernzyklus hat dir ein gutes Verständnis für die grundlegenden Rechengesetze gegeben. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!